Wir haben später mit etwas Distanz, als das Buch nie erschienen ist, sind wir ins Spiel gekommen und haben uns die Geschichte dazu angehört, warum das Buch nie kam. Mhm. Und haben gesagt, die Geschichte ist viel interessanter als das, was hätte rauskommen können, wenn es perfekt gelaufen wäre. Mhm. Und diese Buchideen entwickeln sich wirklich manchmal erst, wenn man mit den Leuten auch zusammensitzt und über einen Fotopool rüberguckt, mit den Leuten spricht und herauskitzelt, was ist wirklich der interessante Punkt bei dem, was du vermitteln willst. Mhm. Willkommen im I Love Graffiti Podcast, Sascha. Guten Tag, hallo René, danke für die Einladung. Von dem Hitzerot Verlag, eine Hälfte des Hitzerot Verlags. Genau, ich bin eine gleichberechtigte Hälfte von Hitzerot. Ihr seid zu zweit? Genau, es gibt Emmet Edelstein und mich, genau. Der Hitzerot Verlag, wie lange gibt's euch? Wir haben uns 2015 zusammengetan, vor 7 Jahren. Und dann schon mit Schwerpunkt Graffiti. Genau, ich habe vorher das Aurisa Krafames Magazin aus Berlin herausgegeben, schon ein paar Jahre. Und Gründungspunkt war eigentlich, dass Emmet Edelstein das Farbzügebuch herausgeben wollte. Und da ich so ein bisschen Erfahrung hatte in dem Bereich, haben wir uns zusammengetan und haben überlegt, wie man das am besten macht, ein Buch an den Mann zu bringen. Und zu dem Zeitpunkt sind viele kleine Publikationen, Macs und Bücher immer auf extra dafür angelegten Webseiten erschienen. Mhm. Und wir dachten, man kann eigentlich das auch ein bisschen bündeln und kann so eine Plattform geben, um verschiedene Sachen auch zu zeigen. Und das Farbzügebuch war der erste Titel, der dann da erschienen ist. Du hast quasi das Magazin geopfert? Das hat sich so ein bisschen ergeben. Wir haben das noch eine Weile parallel gefahren. Und das Magazin ist auch noch nicht tot, aber es hat auf jeden Fall mehr Zeit gefressen und die Magazinpriorität ist sehr, sehr krass geschrumpft. Was oder woher kommt euer Glauben an das Medium-Buch? Wir sind, glaube ich, beide krasse Buch-Nerds, was den Graffiti-Bereich angeht und haben uns so auch quasi so auch zusammengefunden, dass wir, obwohl wir einen vollkommen anderen Graffiti-Background haben, trotzdem so einen Schnittpunkt haben an bestimmten Büchern und Macs, die wir sammeln und feiern. Und obwohl viele Leute anfangs gesagt haben, als wir losgelegt haben, auch mit dem Magazin Print sei tot und das sei so ein 90er-Ding, haben wir das immer nie so gesehen und haben gesehen, es gibt nach wie vor immer noch gute Sachen, die kommen und man muss filtern und aussortieren und den guten Kram schön aufbereiten und vorstellen. Und eine der ersten Ideen war tatsächlich auch erst einen Blog zu machen, wo wir anderer Leute Bücher vorstellen und die gut aufbereiten, fotografieren und schreiben, was uns daran gefällt. Aber diese Idee, Publikationen zu zeigen, das war so eine Grundidee von Hitzerot ursprünglich und da sind wir von abgekommen, weil dann auch die Zeit nicht da war, um über Publikationen zu sprechen, die wir auch ohnehin nicht im Vertrieb haben. Wie erklärst du dir das eigentlich, dass es so viele gibt, die mittlerweile ihre Bücher in Eigenregie, also wirklich von der Planung, von der Konzeption bis zum Satz, bis zum Vertrieb, alles wird selber gemacht, ne? Ich glaube, das ist das über die Jahre zurückhalten von dem Material und auch sagen, ich horte das mal, ich mache mal was, ich gebe vielleicht nicht so viel an Magazinen auch ab oder habe noch die und die Story, die kommt dann mal in ein Buch und Sachen, die man 10, 20 Jahre zurückhält. Und irgendwann ist die Infrastruktur dann auch da bei den Leuten oder vielleicht auch durch Covid dann die Zeit, solche Projekte umzusetzen. Und die Druckkosten sind, glaube ich, nicht mehr so teuer, wie es in den 90ern waren, wo es vollkommen unrealistisch war zu sagen, man macht ein 300-Seiten-Buch über eine Person. Das gab es nicht. Und das ist, glaube ich, heute etwas einfacher. Und vielleicht auch dadurch, dass so diese Publikationen auch im Internet, im Social-Media-Bereich wahrgenommen werden. Früher hast du einen Backspin-Mail-Order gehabt und hast dann da mitbekommen, was so geht. Und heute kannst du das viel besser bewerben, dein Publikum viel besser erreichen. Wie kuratiert ihr eure Titel? Kommen die meisten von den Künstlern und Künstlerinnen, das sind ja meistens Künstler und Künstlerinnen, mit denen ihr arbeitet, ne, auf euch zu oder sucht ihr euch die selber aus? Das ist teils. Wir haben schon Anfragen von Leuten, die kommen mit mal mehr, mal weniger konkreten Ideen zu Publikationen. Die können in einem sehr frühen Status sein oder auch weit fortgeschritten. Das ist unterschiedlich, wann wir dann wie mit andocken.
ja, wie kuratieren wir? Ich glaube, eine gute Publikation muss ein gutes Konzept haben. Also es reicht heutzutage, glaube ich, nicht mehr nur einen Namen in der Szene zu haben, sondern du musst in einer guten Publikation eine gute Idee vermitteln, die sich ja gut vermitteln lässt. Also eine Chronik über alles, was man jemals gemalt hat, kann ein sehr dickes, gutes Buch sein, aber wen holt das hinterm Ofen hervor, wenn jeder 0815-Writer das macht? Wenn jetzt jemand kommt wie, weiß ich nicht, Bates, der ein Buch macht nur über seine Exchange-Sketches, das wäre eine gute Idee, wo man sagt, okay, da ist ein Konzept drin, da ist jemand, den man kennt, der hat eine Idee gehabt, so, das ist ein abgeschlossenes Kapitel so. Ja. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass das eine interessante Publikation werden könnte. Ich weiß ja, dass du selber aus einer Perspektive heraus arbeitest, die ähnlich der ist, die, aus der ich arbeite. Du bist ein Nerd, das weiß ich, ne? Mhm. Du beschäftigst dich seit vielen, vielen Jahren mit der Berliner Graffiti-Historie. Mhm. Hast auch, glaube ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass irgendwann mal was Größeres machen willst dazu, oder? Genau, ich habe 2014 angefangen, darüber nachzudenken, ein Buch über die erste Generation in Berlin zu machen, und das kommt tröpfchenweise. Also es ist so ein bisschen Zusammenpuzzelei und nie erste Priorität, aber immer wieder ist der Antrieb da, zu sagen, man nimmt sich den und den mal vor, holt den vors Mikro und scannt das Material zusammen, um die Geschichte, ja, der Hauptstadt mal so ein bisschen zu erzählen. Das machst du schon aktiv, oder? Das mache ich aktiv seit 2014 immer wieder mit einzelnen Leuten, und es ist Puzzelei, und es macht aber auch unfassbar Spaß, dann neue Sachen zu heben und mit Detektivarbeit vorzugehen und Galeristen auszugraben, die 84, 83 in Berlin schon ausgestellt haben. Das sind alles unerzählte Geschichten, unbekannte Stories, und das ist für Berlin in Buchform so noch nicht passiert. Also alles, was ich kenne, steigt später ein, und ich denke mal, da ist viel, was man erzählen kann, was die Leute nicht wissen. Macht dir die Komplexität Angst? Also gerade was das Berliner Gesamtbild angeht? Nee, ich glaube, Berlin hat ja auch so den Ruf, gerade in den 80er Jahren, nicht so massiv aktiv gewesen zu sein wie jetzt München, Amsterdam, Dortmund, Hamburg, sondern es war überschaubarer. Es hat sich viel auf der Mauer abgespielt, illegal, ging im Vergleich zu den anderen Städten nicht wirklich viel. Und ich glaube, es ist schwieriger, was über die 90er zu machen und später, wo man dann echt eine Riesenliste an Leuten hat. Und ich glaube, die Liste der relevanten Leute in den 80er Jahren oder der Leute, die überhaupt was gemacht haben, ist wirklich kleiner. Und man kann, glaube ich, wenn man Zeit investiert, ein umfassendes Buch machen, ohne wirklich jemanden auszuklammern, der wirklich relevant war. Und da zählen für mich dann auch dazu Leute, die nach Berlin gekommen sind, um ja, hier zu malen. Lumet 87, der da war, Shark 88, der erste Hulka auf der S-Bahn, all diese Geschichten, genau. Also wenn du es gab ja mal so eine, ich sag mal, innerhalb der Staffel, der ersten Staffel bei uns, eine Serie, wo Skume, ne, wo die alle im Podcast saßen und alle irgendwie geschwärmt haben davon, dass es doch mal toll wäre, wenn sich jemand dem Thema annehmen würde und endlich ein Buch machen würde, ne? Weil alle sehr hungrig sind, was das Thema angeht, ne? Also du hat ja auch viel mit Vierteln zu tun, da hast du Marzahn mit MAN, dann hast du da eben, ne, die GAS, und da sind ja überall so kleine Camps, ne, die alle ihr Interesse daran haben, ne? Genau, ich glaube, der Vorteil ist auch, dass man, wenn man bis zum Mauerfall arbeitet und sich die zeitliche Grenze setzt, was ich gemacht habe, dass du dann nur den Westteil der Stadt hast, weil im Ostteil bin ich nicht bewandert, was die Szene angeht, so wie für die Westgeschichte. Und es gibt natürlich Camps, wie du sagst, im Norden gab es die D-Nord-Crew, im Süden die Saints-Crew, Leute, die wirklich zur ersten Generation gehören, die dann 83 losgegangen sind, nachdem sie den Kinofilm gesehen haben, und haben einen Tag später die ersten Tags gemacht. Und das ist noch nicht durcherzählt. Und da ist auf jeden Fall Potenzial da. Kommt irgendwann mal, oder? Ist eins unserer Future Projects, und ich arbeite immer wieder mal dran. Und man muss sammeln und viel recherchieren, und es wird gut, glaube ich. Glaube ich auch. Es gibt ja immer mal so Publikationen, die sich dem Thema widmen, ne? Peter Stelzig. Genau, mit dem Decades, ne? Das ist eine Trilogie, glaube ich, wenn ich richtig weiß. Genau, der zweite kommt jetzt. Ja, November. Aber er hat natürlich auch gegen die Komplexität gearbeitet. Ne? Er ist an das Thema so ran, dass er sich die individuellen Stories von bestimmten Künstlern genommen hat und die dann erzählt. Ne? Das heißt, er ist ein bisschen drum geschippert um diese Komplexität, wie ich meine. Ja. Ich glaube, es ist für die 90er auch um einiges schwerer, dann was Umfassendes zu machen, wo man sagt, es sind wirklich alle drin, die relevant waren, die vielleicht auch nicht in Max früher aufgetaucht sind oder in Büchern. Und
Man könnte vermutlich noch ein Decades-Buch über die 90er machen, im gleichen Umfang mit auch relevanten Leuten als Ergänzung. Also es ist sehr viel schwieriger, da den Anspruch zu haben, umfassend wirklich zu arbeiten. Aber ja, das gibt er ja auch nicht mit an die Hand. Und vielleicht lässt sich das für die 80er umsetzen, weil da weniger passiert ist. Wie viele Titel bringt ihr im Jahr raus? Habt ihr euch da ein Ziel gesetzt oder passiert das einfach? Das ist schwer zu sagen, weil wir sowohl als Verlag als auch als Vertrieb auftreten. Also wir bringen eigene Sachen heraus und fördern oder setzen uns mit Leuten zusammen, die Ideen haben und vertreiben andere Sachen, die uns auch gut gefallen. Ich habe nachgeschaut jetzt in der Vorbereitung für den Podcast. Wir haben aktuell 85 Bücher und Magazine im Sortiment. Und davon sind 16 eigene Hitzerot-Produktionen. Also der Anteil der Sachen, die wir nur vertreiben, ist deutlich höher. Es schwankt. Also es gibt Projekte, die sind zeitraubender. Und es gibt Projekte, die macht man in einem halben Jahr, weil das schon weit fortgeschritten ist. Das kann man pauschal nicht beantworten. Also eines der, ich sag mal, eigenen Hitzerot-Projekte ist Selfies zum Beispiel. Peter Michalski, habt ihr das mit ihm zusammen als Hitzerot-Verlag gemacht? Genau, das ist quasi im Hitzerot-Verlag erschienen. Peter Michalski als Kunsthistoriker hat den Inhalt geliefert und das ist jetzt unser aktuellstes Buch, was wir alleine als Verlag mit rausgebracht haben. Wir haben auch Kooperation mit anderen Verlagen und haben in der Vergangenheit da auch mitgeholfen, Sachen zu realisieren. Das Selfies ist aber das aktuellste. Ja, das ist das, was du vorhin meintest, ne? Dieses in sich geschlossene Projekt. Ja, voll. Was hier erzählt wird, ne? Genau, oder? Es gibt eine feste Serie an Pieces, die untersucht wird, ein festes Thema und dann braucht man auch nicht 150, 200, 250, 300 Seiten darüber schreiben, sondern es ist überschaubarer. Das war auch beim Roger-Buch, was wir davor gemacht haben, so. Das ist eine kleine Idee, es ist nicht die Chronik, es ist nicht alles, was Roger je gemacht hat, sondern es ist eine kleine Idee, die man sich vornimmt, umsetzt und da kann dann auch ein anderes Buch drauf folgen von der gleichen Person zwei, drei Jahre später. Das ist offener, als so ein abschließendes Werk zu schaffen. Wusstet ihr als Verlag vorher, wie das Buch am Ende aussehen wird und was das Thema ist? Es gab tatsächlich einen sehr konkreten Dummy zu dem Buch, der nicht so viel anders aussah als das, was jetzt beim Selfies-Buch hinten bei rauskam. Und es gab konkrete Vorstellungen von Peter, wie das Buch aussehen soll und dass es eher eine Art Ausstellungskatalog sein soll, als jetzt ein durchgelayoutetes, hippes Buch über irgendwelche Flavor-Fotos, sondern es sollte möglichst neutral sein und der Fokus wirklich auf die Werke gelegt werden. Und ich finde, das ist auch ganz gut gelungen. Polarisiert ja auch, ne? Total. Also sowas im Graffiti-Kontext herauszubringen, auf jeden Fall. Weil als ich das Buch zum ersten Mal gesehen habe, ne? Habe ich sofort gedacht, das passt hervorragend zu euch. Ja, wir haben so einen hitzeroten Faden irgendwie. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch kein Unfall, dass Peter Michalski zu euch gekommen ist oder ihr zu ihm und ihr zusammengefunden habt, oder? Ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre und wir haben auch tatsächlich jetzt nicht irgendwie Druck gemacht, dass wir mal was machen sollen, sondern man kannte sich und ich glaube, er wusste, wie wir arbeiten, wie wir auswählen, wie wir quasi die Werke auch kuratieren, die Buchwerke, die wir rausbringen und Magazine. Und er kam dann sehr überraschend damit und meinte, hier, das hat noch keiner gesehen und so soll es werden und das soll so umgesetzt werden. Und dann ist ein Jahr gefolgt an Arbeit und dann war es dann irgendwann da. Man denkt immer, es geht viel schneller und auch bei einem nach außen sehr einfachen oder Konzept, was sehr einfach aussieht, steckt oft sehr viel mehr Arbeit hinter. Und ein simples Buch ist nicht immer schnell gemacht. Macht ihr das eigentlich hauptberuflich? Nee, das läuft tatsächlich nebenberuflich. 2015 ging es so als Passion los und hat überschaubar Zeit gefressen, sage ich mal. Mittlerweile hat es einen Umfang angenommen, dass man sagen kann, wir machen das halbtags und es wächst weiterhin. Also wir haben nie darauf hingearbeitet, aber es kann sehr gut sein, dass das irgendwann auch mal mehr Zeit bei uns frisst und wir haben das tatsächlich auch von der wirtschaftlichen Seite nie so aufgezogen, dass wir gesagt haben, das ist jetzt ein Projekt, was wirtschaftlich laufen muss. Teilweise sind 100% unserer Einnahmen in neue Projekte gelaufen. Und wir
sehen, dass Nachfrage da ist und dass wir viele Projekte haben. Wir haben eine große Liste an Sachen, die kommen und wo wir dran arbeiten. Und das mal sehen, ob es länger halbtags noch läuft oder ob man das dann echt professioneller macht in Zukunft. Weil ich meine, die Auflagen sind ja meistens nicht so hoch, ne? Wenn man mal den Buchmarkt durchstöbert, wie hoch die Auflagen normalerweise sind. Mhm. Ich habe hier noch einen anderen Titel liegen, Kaugekult, da sagst du gerade, das sind 300 Stück, ne? Genau. Ja. Mhm. Das sind ja alles keine großen Auflagen trotzdem, ne? Das muss ich ja trotzdem alles tragen, was er da macht. Richtig, das ist auch oft dann die Frage, die wir den Leuten stellen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Wie siehst du das Buch? Bei wem soll das ankommen? Wie lange soll das erhältlich bleiben? Willst du 1000 Stück machen? Willst du 5000 machen? Wie ist die Logistik, das dann auch über Jahre zu haben, wenn es jetzt nicht einschlägt wie eine Bombe? Mhm. Und das lernt man auch über die Jahre abzuschätzen. Wie kommt welche Auflage gut bei welchem Produkt? Es gibt irgendwelche Magazine, da machen 150 Stück voll Sinn. Die sind dann nach einem Jahr vielleicht weg und dann war's das. Andere Sachen sind so nachgefragt, da machen wir gleich mehr oder machen eine zweite Auflage, weil wir wissen, das ist ein Klassiker. Das geht immer, das ist wirklich pro Buch individuell einzuschätzen. Ja. Weil eben auch die Szene sehr individuell ist, ne? Also wenn wir jetzt Cargo-Kult und Selfies nebeneinander setzen, das sind zwei völlig verschiedene Communities wahrscheinlich, die Bücher kaufen, ne? Ich glaube, gerade diese Güternische öffnet sich so immer ein bisschen mehr. Es gibt immer mehr Magazine aus dem Güterbereich, Bücher aus dem Güterbereich und mit 50 Stück kommt man da nicht weit, sondern dann will man auch mehr anbieten. Es soll aber auch kein Produkt sein, wo man jahrelang drauf sitzen bleibt. Es ist immer ein einzelnes Abwägen tatsächlich. Kaugekult hat Klee im Podcast erwähnt bei mir schon. Das ist der zweite Teil. Den ersten Teil habt ihr auch schon herausgegeben. Den haben wir nicht herausgegeben. Das war 2015 das erste Buch, was wir dann nicht von Verlagsseite, sondern von Vertriebsseite her mit bei uns reingenommen haben. Und wir arbeiten quasi seit 2015 mit den Jungs zusammen von Team Kaugekult. Mhm. Und haben das zu gleichen Teilen mit herausgebracht. Und ihr gebt ja auch regelmäßig Drucke heraus, ne? Genau, wir haben auch Prints bei uns mit im Sortiment, neben den Büchern im Magazin. Das ist ein kleineres Feld auf jeden Fall. Und den letzten haben wir mit Shark aus Dortmund herausgebracht. Mhm. Ein Foto von seiner 88er Reise nach New York. Hat mich sehr überrascht, der Druck. Weil er sonst nichts macht, oder? Richtig, genau. Weil ich hatte mich mal mit ihm allgemein darüber unterhalten, was man aus dem, was man da 30, 40 Jahre macht, eigentlich danach, wie es dann weitergeht, so, ne? Und er hat für sich immer ausgeschlossen, dass es in irgendeiner Form irgendwie Kunst von ihm geben würde, weißt du? Dass eine Leinwand ist oder whatever. Und dann war der Druck da. Wobei der Druck natürlich kein klassisches Artwork im Sinne von ist, sondern seine Collage. Ja, ich glaube, es ist auch für ihn einfach ein sehr wichtiges Foto. Er steht an der Subway in einem Yard und taggt da mit einem Stift drauf und erfüllt sich so seinen Traum des Besuchs im Mekka, New York. Und das ist, glaube ich, ein sehr persönliches Ding. Und das ist vielleicht auch viel für Leute interessant, die in einer ähnlichen Generation wie er sind, die dann sagen, ah krass, der hat es geschafft, als noch so ein bisschen Kisten gerollt sind, in New York da gewesen zu sein. Mhm. Und die Idee kam auch, als wir viele Dias von ihm auch gescannt haben für ein Projekt, was vielleicht irgendwann nochmal folgt, dass wir gesagt haben, das wollen wir auch als Print machen. Und ich habe hier noch einen weiteren Titel vor mir liegen. Viva Roma. Genau, das ist unser neuestes Werk, was wir zusammen mit dem Autor herausgegeben haben. Mhm. Wir haben den Autor auch hier sitzen. Ich begrüße den Aurel. Moin, moin. Aurel Johannes Marx. Jo. War von vornherein klar, ohne jetzt schon darauf einzugehen, was da in dem Buch passiert, dass du das so dokumentieren möchtest? Es war von vornherein klar, dass es dokumentiert wird, aber eigentlich mit einem komplett anderen Ziel. Mhm. Also wir sind nach Rom gefahren mit der Annahme, dass das, was wir da machen, total geil wird und dass halt die geilsten 30 Tage schlechthin werden und dass es halt nichts Besseres gibt als 30 Tage nonstop von morgens bis abends und jede Nacht sich nur mit Graffiti auseinanderzusetzen. Mhm. Weil ich glaube, es gibt relativ selten ein Skript für das, was ihr da auch herausgebt. Viel passiert. Und erst im Anschluss wird dann darüber nachgedacht, darüber ein Buch zu machen. Ja, ich glaube jetzt in dem Fall konkret war es auch so, dass es eine Grundidee gab. Die gab es auch schon, bevor es Hitzerot gab, zu dem Buch. Und wir haben dann später mit etwas Distanz, als das Buch nie erschienen ist, sind wir ins Spiel gekommen und haben uns die Geschichte dazu angehört, warum das Buch nie kam.
und haben gesagt, die Geschichte ist viel interessanter als das, was hätte rauskommen können, wenn es perfekt gelaufen wäre. Mhm. Und diese Buchideen entwickeln sich wirklich manchmal erst, wenn man mit den Leuten auch zusammensitzt und über einen Fotopool rüberguckt, mit den Leuten spricht und herauskitzelt, was ist wirklich der interessante Punkt bei dem, was du vermitteln willst. Und mhm. wir schärfen auch manchmal das Profil und gucken mit ein bisschen Distanz rauf, weil die Leute das, weil sie zu nah dran sind, oft auch selber gar nicht können oder da so nicht den richtigen Riecher haben. Was ist jetzt hier der wirklich interessante Punkt bei dem, was ich hier gerade mache? Manche haben das, aber oft helfen wir da so ein bisschen nach. Was hat euch als Hitzerot getriggert an der Story, an der Idee des Buches? Tatsächlich das Scheitern. Also es sind viele Bücher, auch über die wir gesprochen haben. Jemand malt 20, 25 Jahre erfolgreich Trains, was auch immer. Es gab das Top-Sprayer-Buch mit 1000 Zügen in 1000 Tagen. Mhm. Das sind Sachen, die klappen. Das sind Missionen quasi, die aufgehen. Und in dem Kontext sollte das Buch auch erscheinen. Mhm. Es hat aber nicht funktioniert. Und das fand ich dann, oder fand viel, viel interessanter zu sagen, es gibt eine Idee und die geht nicht auf. Und anstatt das dann in eine Schublade zu stecken und sagen, es ist gescheitert und ich behandle das jetzt nicht weiter, haben wir gesagt, der Ansatz ist viel interessanter zu sagen, es hat nicht funktioniert und warum und wieso und ich gucke trotzdem mit Distanz 10 Jahre später drauf und kann was draus ziehen, weil das gehört genauso zum Leben wie auch zum Leben eines jeden Writers und zu allen Aktionen dazu, dass es Sachen gibt, die nicht klar gehen und daraus lernt man und das sind auch interessante Geschichten. Mhm. Glaubst du, Aurel, dass, weil er gerade 1000 Tage, 1000 Züge erwähnt hat, und du bist ja auch trotzdem relativ nah dran an den Jungs. Ja. Glaubst du, dass das Buch jemals rausgekommen wäre, wenn die gescheitert wären? Nee. Warum hast du dich am Ende entschieden, das dann trotzdem herauszugeben? Das war mit eine Entscheidung von Sascha, mit dem ich mich, glaube ich, vor 4 Jahren das erste Mal in irgendeiner Bäckerei zusammengesetzt habe. Dazu muss ich sagen, ich kenne Sascha schon seit Street Files. Und seit Street Files ist Sascha absolut nerdig und leidenschaftlich im Thema Graffiti am Start. Mhm. Deswegen ja, ist es überhaupt nur so weit gekommen, dass ich mich mit diesem Thema ihm offenbart habe und ihm halt erzählt habe, so ja, da gibt's halt noch das Manuskript zu diesem Buch, aber das ist eigentlich in die Hose gegangen. Und darauf ist Sascha dann angesprungen und hat gesagt, ja, ey, das hört sich richtig spannend an und das ist eigentlich geil. Und lass doch über die Tatsache, dass das in die Hose gegangen ist, ein Buch machen. Mhm. Und wenn Sascha so nicht geben würde, dem ich auch schon damals 100% vertraut habe und gesagt habe, okay, wenn Sascha Bock hat, da ein Buch zu machen, dann wird's geil. Jetzt ist das ja eine Challenge. Ja. Und die Story, die in dem Buch erzählt wird, ist eine Challenge, dass wir auch von, ich hatte das mit Bates, mit Style, ne, mit Graffiti Exchange, da wird sich gechallenged, dann gibt's Sweatmalt in 24 Stunden 50 Pieces oder wir haben diese 1000 Tage, 1000 Züge. Ja. Warum machen das Writer? Weil man halt irgendwas im Kopf hat und bevor man es zu Ende gemacht hat, denkt man halt einfach, das ist geil und das muss ich jetzt machen. Wenn man nicht irgendwas Wahnsinniges im Kopf hätte, was man dann halt einfach durchzieht, ich glaube, dann wären auch die meisten Whole Trains und Bundholkas nie entstanden. Also man muss ein bisschen wahnsinnig sein, um zumindest als Trainwriter irgendwann mal dahin zu kommen, wo man hin will. Liegt das vielleicht auch daran, dass man sich als Writer trotzdem, wenn man dann eine gewisse Zeit malt, im Kreis dreht? Ich glaube gar nicht, dass man sich als Writer im Kreis dreht. Ich glaube eher, dass man sich als Writer dann irgendwann zu sehr auf sein Writing fokussiert und dann halt irgendwann zu sehr in diesem Mikrokosmos sich bewegt. Ich würde gar nicht sagen, man dreht sich im Kreis, sondern man fokussiert sich dann halt immer mehr auf sich. Irgendwie dann, man hat dann halt immer mehr Scheuklappen auf. Man guckt halt immer mehr halt auf die wahnwitzigen und irrsinnigen Ziele, die man halt so hat. Dazu muss ich halt auch sagen, irgendwie, also Trainwriting ist für mich irgendwie neben Hardcore-Drogen konsumieren so das Egoistischste, was es gibt. Ist das auch ein Grund, Sascha, warum ihr es dann am Ende gemacht habt? Ich glaube, uns hat auch angesprochen, dass auch ein Punkt, den du gerne im Podcast erwähnt, dass es dieser Competition-Gedanke ist. Also zu sagen, früher hat man sich gebettelt, wer hat die meisten Tags hier im U-Bahnhof-Eingang.
Und wer war neben mir, wer hat da mehr Tags? Und irgendwann geht es halt darum, auch nach außen zu zeigen, wir malen hier nicht nur Pieces oder gute Pieces oder auch 100 und 200 Pieces, sondern es ist quantifizierbar. Ich kann jemanden auch außerhalb der Szene vermitteln, egal wie du die Pieces jetzt selber findest, da hat jemand eine Leistung erbracht. Und da muss jemand den Hut ziehen auf jeden Fall. Egal ob er sagt, ich mag Graffiti oder nicht, aber dass er nachvollziehen kann, jemand will in 30 Tagen 100 Pieces malen, kann er sich selber ausrechnen, dass man dafür jede Nacht sehr viel malen muss. Und das macht es transparent, zu sagen, da ist eine Leistung erbracht worden und da hat jemand abgeliefert oder hat es versucht. Ja, da trifft ja Qualität auf Quantität in dem Fall, ne? Ja, wäre es immer das gleiche Piece oder wäre es jemand, der nur Throw-Ups macht, würde ich sagen, die Idee reizt mich als Herausgeber nicht so, wenn jemand in 30 Tagen 100 mal den gleichen Throw-Up malt, sondern natürlich hast du auch eine qualitative Präsenz in dem Buch. Das Buch hat einen relativ hohen Textanteil, ne? Ja. Als Autor angegeben bist du, Aurea. Hast du die Texte alle selber geschrieben, ja? Die Texte habe ich alle mehr oder weniger selber geschrieben. Beim letzten Kapitel habe ich mir Hilfe von einem anderen Autor und guten Freund geholt. Ein Teil der Texte ist Tatsache, wirklich morgens früh schon in Rom. Ja. Damals noch mit meinem Blackberry auf irgendeiner verranzten Bahnhofsbank mit einer Cola-Dose und einer Digitalkamera in der Hand entstanden. Aber die sind dann natürlich im Laufe der letzten 10 Jahre 10-mal überarbeitet worden, weil die Texte ja auch damals in Rom mit dem Fokus geschrieben wurden, dass das halt alles total geil und der krasseste Scheiß ist, den wir da machen. Warum Rom? Ich hatte schon Jahre zuvor eine Affinität nach Rom. Ich wollte Tatsache wirklich mal meinen Lebensmittelpunkt komplett nach Rom verlagern. Also als ich mich dann im Jahr 2012 entschieden habe, dieses Projekt mit den 30 Tagen 100 Zügen in Rom zu machen. Und da bin ich schon 3 Jahre vorher regelmäßig dort. Ganz viel regelmäßig dort zugange gewesen. Also ich kannte da jeden Spot und ich kannte jede Bahn, die da rausfährt und ich wusste, was man wann wie wo anmalen kann, um es dann am nächsten Morgen zu spotten. Weil du ja im Buch die Brücke schlägst zur Vergangenheit. Ja, Rom ist ja der Ort, wo unsere Zivilisation erfunden worden ist. Also ohne die Römer wären wir nicht das, was wir jetzt sind. Und deswegen ist das ja wohl ein klarer Fall, dass ich da hingehe. Sascha, du hast das nochmal kunsthistorisch eingeordnet im Vorwort. Genau, ich habe die Reise nach Rom, die Aurel gemacht hat, verglichen mit klassischen Reisen. Also kulturhistorisch eher. Ja, genau, von Leuten aus der Adelsschicht, wo es dann Teil der Ausbildung war, nach Rom zu fahren oder durch ganz Europa eigentlich zu fahren und bestimmte Kulturspots sich anzusehen. Und diese Reise, diese Grand Tour hat ja teilweise auch mehrere Jahre gedauert und wenn derjenige die abgeschlossen hat, galt er halt als fertig. Entweder er war Künstler oder selbst Leute, die, weiß ich nicht, Juristen waren, war das für die ja Teil der Ausbildung zu sagen, ich gucke mir wichtige Spots an und auch zur Wiege der Zivilisation so ein bisschen oder dann nach Rom zu fahren. Wann war das ungefähr? Ging im 17. Jahrhundert los. 17. Jahrhundert, okay. Genau, und später hatte sich das so ein bisschen aufgebrochen, dass dann auch Leute aus der Bürgerschicht das auch gemacht haben und das war so gang und gäbe. Ihr wisst, wer die erste Subway in Rom gemalt hat? Nein, aber du wirst es uns jetzt sicherlich wissen lassen. Du weißt es nicht? Nein. Du weißt es. Du hast es vorhin verraten. Okay. JBK aus Kiel, ne? Genau. War Ende der 80er in Rom. Ah. Endstation. Den Spot gibt es, glaube ich, heute noch. Ja klar, den gibt es immer noch. Hat also lange Tradition, Deutsche in Italien, speziell in Rom. Ja. Ein anderer Punkt, der natürlich eine Rolle spielt, und das ist jetzt auch kein Geheimnis in der Graffiti-Szene, dass es in Italien in Anführungsstrichen einfacher sein soll, Trains zu malen, als im Rest von Europa. Hat das eine Rolle gespielt? Nee. Ich glaube, am meisten hat es eine Rolle gespielt, dass ich halt einfach da den Zugang zu allen Spots hatte und dass ich da halt Bescheid wusste. Und ja, man muss ja eine Fantasie im Kopf haben, bevor man anfängt, eine Idee umzusetzen. Und ja, in Rom war halt aufgrund meines Wissens oder aufgrund meiner Vorkenntnisse die Fantasie halt am größten. Fass bitte nochmal für uns zusammen, was die Idee oder was das Ziel gewesen wäre. Also was habt ihr euch als Ziel gesetzt? Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass wir in 30 Tagen 3000 Dosen vermalen und das Ganze dokumentieren und dass das der geilste Monat unseres Lebens wird. Wer war alles dabei?
Die Topsprayer, die Jukebox Cowboys, Good Guy Boris, Acid 79 von der DRM-Crew, die MRN-Crew. War das Zufall, dieser Kreis von Writern, der da mitgekommen ist, oder hast du das schon ganz... Ich habe die schon ganz gezielt dahin eingeladen, weil wenn man nachts unterwegs ist, ist in so einem Auto ja immer nur Platz für 5 Leute, und wenn man dann sich selber und den Fotografen abzieht, dann haben halt noch 3 Leute Platz. Also habe ich dann für den Monat die Wochen schon so vorgeplant und durchgetaktet, dass halt immer ein paar Leute da sind und dass halt immer ein Fotograf dabei ist, der das Ganze dokumentiert. Ja. Wenn man sich so etwas vornimmt, ich weiß das selber von Rom, Rom ist eine riesen Stadt, und ich weiß, dass die Spots, wo man sowas machen kann, weit auseinander liegen. Mega. Das zieht enorm viel Zeit, sowas zu machen. Also speziell das dann auch zu dokumentieren. Du brauchst ohne Ende Zeit, du brauchst irgendwie richtig viel Kohle für Autobahnmaut, und du brauchst irgendwie richtig viel Motivation, dein Geld an der Tankstelle auszugeben. Naja, also gerade eben die Strecken, die man zurücklegt, ne? Ich weiß, dass man teilweise bis zu den Spots bis zu 2 Stunden fährt. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Spots, da fährst du 2,5 Stunden quer durch die Abruzzen, bis du dann da irgendwann mal angekommen bist. Und da musst du ja nach dem Malen nochmal wieder 2,5 Stunden zurückfahren, um dich dann irgendwo an Termini oder Ostiense an Bahnhof zu setzen, um das Ganze dann gescheit zu dokumentieren. Genau, das zieht dann halt auch nochmal ja, Zeit. Ja, und das war dann ja auch das, weswegen es dann am Ende scheiße wurde, weil wir dann halt, das, die ganze Nummer bestand dann nur noch aus Spotten, Sprayen, Schlafen und Autofahren. Mhm. Die Textinhalte, Sascha, habt ihr die alle in einem Schritt bekommen oder habt ihr die nach und nach bekommen? Es gab eine frühe Version von den Texten, die noch viel näher an dem waren, was die ursprünglichen Reiseberichte von aus der Zeit selber waren. Und die Texte sind, glaube ich, über die Zeit so ein bisschen gereift. Also ich glaube, in dem Moment, in dem sich der Fokus verschoben hat von, ich mache kein Buch über diese Mission, sondern ich mache ein Buch über das Scheitern, guckt man aus Distanz ganz anders darauf. Und das haben die Texte auch in sich, dass man reflektiert und sagt, damals war es mega cool zu sagen, ich bin 600 so und so viele Minuten jetzt am Start gewesen, um das und das zu machen, bin so und so viele Kilometer gefahren und es rockt ja richtig. Und aus Distanz weißt du, 10 Tage später war das der Mega-Abfuck, weil das jeden Tag passiert ist, und dann macht man da noch einen Backjump und selbst der geht in die Hose, weil man hat zu wenig Zeit und irgendwann schlaucht es, und aus heutiger Distanz kann man diese Texte, glaube ich, ein bisschen erwachsener und ein bisschen durchdachter dann einbauen und reflektierter vor allem. Wobei ich finde, dass das ja schon ein tiefer Einblick in die Seele eines Writers ist. Ne? Also auch in das Zusammenleben von Writern untereinander. Wie gehen die miteinander um und so weiter. Ne? Also gibt es ja einige Momente im Buch. Ja, ich glaube, es ist auch ein Mehrwert des Buches, dass man eine Person kennenlernt und dass du die Gedanken vorher und im Rückblick hast, und in anderen Büchern hast du hier und da mal eine lustige Aktion oder du hast einen Eindruck, wie derjenige da und dazu steht, warum es diesen Konzept-Holker jetzt gibt. Aber die Person lernst du eigentlich nicht kennen, und ich glaube, in dem Buch lernst du jemanden so ein bisschen kennen, ohne ihn jetzt vorher getroffen zu haben oder so, und du hast so ein bisschen persönlichen Einblick. Vielleicht ist das auch der Grund, dass es unter einem bürgerlichen Namen erscheint und dann nicht hinter einem Pseudonym herausgegeben wird, sondern es geht wirklich um die Person und was die da erlebt hat. Ja, weil du bist ja in dem Moment Zeitzeuge, ne? Ja, deswegen heißt es ja auch, dieses Buch ist ein Gesamtkunstwerk, weil ja, Kunst muss 100% authentisch sein, sonst ist es nicht glaubhaft und dann hört dir keiner zu, dann kannst du dir das alles an Arsch klemmen. Und also dieses Buch ist ja 100% authentisch und ist halt 100% so, wie es halt war. Also die Kunstfrage selbst stellt sich dir gar nicht? Ja, das Buch ist für mich ein Gesamtkunstwerk. Anders gefragt, das, was da gemalt wird, ist das Kunst? Graffiti an sich, das ist jetzt meine Meinung, Graffiti an sich ist für mich keine Kunst, weil wenn ich halt irgendwo hingehe und eine Bahn anmal oder eine Wand anmal mit dem Anspruch, dass ich das Ganze jemand maximal eine Minute anguckt, weil halt die Bahn entweder nach einer Minute wieder weggefahren ist oder ich halt an der Wand, wo ich halt vorbeilaufe, halt nach einer Minute spätestens vorbeigelaufen bin. Ja. Unter dem Anspruch kann ich keine Kunst machen, weil Kunst hat auf jeden Fall einen Inhalt, und wie will ich einen Inhalt über ein Kunstwerk
zu einem Betrachter transportieren, wo ich halt vorher weiß, dass der sich das halt maximal eine Minute angucken kann. Also, hörst du das oft, Sascha? Das ist eine schwierige Frage. Ist gerade für die Kunst. Auch bei dir im Podcast wird das ja immer wieder angesprochen, auch mit Pro- und Kontra-Meinungen. Ich als Kunsthistoriker habe da auch eine mittlerweile recht strikte Trennung und würde sagen, Graffiti als Writing ist keine Kunst. Da gibt es sicherlich viele Zwischenformen. Wenn Writer anfangen, Nachrichten, also politische Sachen beispielsweise zu äußern, dann ist das Publikum automatisch ein ganz anderes. Dann malen die es ja nicht nur für die Szene, sondern für denjenigen, der auf dem Bahnhof damit was anfangen kann, dass ich jetzt, weiß ich nicht, Polizeigewalt in den USA behandle mit I Can't Breathe als großer One-Up-Hulker. Und solche Geschichten. Es ist, glaube ich, immer die Frage, wer ist das Publikum und was ist die Intention desjenigen in dem Moment? Will ich jetzt meine Buchstaben neu mit geilen Farben umsetzen und sagen, hier, ich habe am Style gewerkelt, oder habe ich einen anderen Anspruch? Wenn jetzt das Graffiti im Kontext zu irgendeinem späteren Foto oder zu irgendeinem späteren Kunstwerk steht, so, dann ist Graffiti sicherlich Kunst, aber halt das Graffiti an sich alleine, das ist halt keine Kunst. Also wenn ich jetzt halt so ein I Can't Breath Hulker mal, diesen I Can't Breath Hulker danach fotografisch entsprechend in Szene setzt, dann habe ich ja einen Inhalt und einen Kontext und ein Thema und dann ist es Kunst. Aber wenn ich jetzt halt einfach mich nur irgendwie hinstelle und halt da in den tollsten bunten Farben irgendwelche Buchstaben an die Bahn ranmal, ja, dann ist das halt maximal ein Werbefilm, ein Werbeclip. Aber es wird halt niemals noch nicht mal ein Kurzfilm sein. Hera hat das ja mal im Podcast bei mir so erklärt, da ging es um Street Art und Graffiti, ne? Das ist ja auch immer so, wie trenne ich das voneinander, hat das überhaupt was miteinander zu tun und so weiter. Ne? Sie hat gesagt, dass das, was jetzt zum Beispiel auch in diesem Buch hier passiert, das ist ja eine Kommunikation in dem geschlossenen Kreis. Ne? Da kommuniziert ja zum Beispiel Moses Tubbs, Drow, whoever, mit jemandem, der das lesen und entziffern kann. Und der das auch einordnen kann. Ne? Das ist ja bei Street Art anders. Ob man es am Ende darauf runterbrechen kann, bin ich nicht ganz d'accord damit, aber dass du in dem Moment, wo du mit jemandem kommunizierst, der sich außerhalb dieses Kreises bewegt, ist es ab dem Moment Kunst? Nee, aber dann ist es zumindest kein klassisches Writing mehr, wenn man so versucht, erstmal Writing-Regeln aufzustellen, weil ich glaube, es ist einfacher, Writing zu definieren, als Kunst zu definieren ist. Und ich glaube schon, wenn man figurative Motive malt, wo man weiß, da kann jetzt ein Normalsterblicher viel mehr mit anfangen, als jemand, der 20 Jahre nur Straßenbombing macht, weiß ich in dem Moment, in dem ich es erschaffe, auch, ich will andere Leute erreichen. Also ein Banksy macht ja nicht Buchstabensachen, er macht ja Schablonen mit Figuren, weil die anders aufgenommen werden. Und ich glaube, das Publikum oder der Kreis der Leute, die damit was anfangen können, sind da wirklich relevant. Anders ist es aber, es ist dann etwas anderes, wenn zum Beispiel Moses Tubbs oder jetzt, ne, Aurel, du gehst jetzt auch in eine Ausstellung mit dem Projekt in Hamburg. Das heißt, man nimmt es aus dem Kontext raus, aus dem Kontext, in dem man es jetzt in dem Buch sieht und stellt es in irgendeiner Form in Räumen, in physischen Räumen, in einen neuen Kontext. Ist es dann Kunst? Das muss, glaube ich, der Galerist dann auch gut vermitteln können, warum und wieso er das dort zeigt. Und ist die Frage auch, wenn ich was ausstelle, schaffe ich ein Objekt, was erwerbbar ist, was dann in den Kunstmarkt auch gehen kann und finde das dann Abnehmer? Und sind die Abnehmer Leute, die sich für Kunst interessieren, oder sind das Writer mit einem Budget, die sagen, geil, ich kaufe mir jetzt dieses Kunstwerk, weil ich Rache geil finde, zum Beispiel? Beides wahrscheinlich, ne? Ja. Ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall, ist nicht ausdefiniert bisher. Ja. Was passiert da genau? Wie nimmst du es aus dem Kontext heraus und packst in die Galerie, in dem Fall in die Golden Hands Gallery in Hamburg? Das, was bei mir in der Galerie und an irgendwelchen gerahmten Bildern stattfindet, ist was komplett anderes als das, was man bisher auf irgendwelchen Zügen oder Wänden von mir kennt. Okay, was kann man dann sehen in der Ausstellung? Was Buntes, Figuratives, total Cooles, völlig Krasses, aber halt was 100% anderes. Leinwandarbeiten, oder? Leinwand und andere Untergründe. Okay. Seid gespannt. Guckt es euch auf jeden Fall an. Geht los am 1.11.2022 in Hamburg in der Golden Hands Gallery. Also, ey, kommt auf jeden Fall hin und verpasst es euch. Jetzt haben wir über die über diverse Momente im Buch gesprochen, die passieren, ne? Wird auch der Moment beschrieben, wo das kippt, wo die Stimmung kippt? Wo du merkst, so, okay, das Projekt
Und das Ziel, was wir uns hier gesetzt haben, das schaffen wir nicht. Im dritten Kapitel, wo ich das Ganze zusammen mit dem Co-Autor 10 Jahre später rückwirkend reflektiere, da wird das alles beschrieben. Dazu muss ich sagen, Good Guy Boris, der ja damals deutlich jünger war als ich, der hat's leider schon am 10. Tag gepeilt. Der meinte damals schon am 10. Tag zu mir, sagte also, Junge, was machen wir hier eigentlich? Sag ich so, ja, du dokumentierst hier unseren mega geilen Lifestyle. Und da sagte Boris dann schon, sagt er, nee, sorry, Alter, euer Lifestyle ist nicht geil, euer Lifestyle ist richtig scheiße, was soll ich da dran dokumentieren? Dann habe ich gesagt, ja komm bitte, dokumentier es noch ein paar Tage länger, vielleicht wird's ja noch geil. Dieser Lifestyle, ne? Dieser Lifestyle, Sascha, das ist ja auch das, was ich zum Beispiel meinen Eltern immer versuche zu erklären, ne? Was steckt da dahinter, dass man sich wochenlang auf eine Reise begibt oder permanent Züge malt? Wird das denn in dem Buch so erklärt, dass es jemand von außen versteht? Glaubst du, es geht jemand aus dem Buch heraus und versteht danach, warum man sich die Nacht um die Ohren schlägt und dann im besten Fall noch den Tag danach, um ein Foto zu bekommen und so weiter? Ich glaube, man kriegt einen Einblick, dass die Leute das machen und wie viel Passion und Leidenschaft und Zeit da reinfließt. Aber ich glaube, die Beweggründe selber werden da nicht vermittelt. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Anspruch zu sagen, ich will jetzt wirklich jemandem erklären, was mich bewegt, nicht 5 Jahre, nicht 10 Jahre, sondern über 30 Jahre lang Kisten zu bemalen. Und das kommt in meinem nächsten Buch. Dann haben wir da die Antwort, aber ich glaube, das ist muss man viel umfangreicher ausholen. Ja. War die Idee eigentlich inspiriert von dem Moses Tapps Buch? So ein bisschen ja, weil das Moses Tapps Buch war damals so das erste Buch, wo ich gesagt habe, so ey, das ist richtig krass. Und wenn man selber irgendwas richtig krass findet, dann hat man halt was im Kopf. Dann so, yes, ich will jetzt auch sowas machen, was richtig krass ist. Ja, ja. Aber die Umsetzung, das Buch ist ja weitaus emotionaler, wie das, was Moses Tapps gemacht haben. Ne? Das ist ja das lag mir dann aber auch am Herzen, dann 10 Jahre später als erwachsener Mann so weit zu kommunizieren, warum es halt nicht geil ist, etwas inflationär zu machen. Weil dadurch, dass ich Graffiti damals so inflationär gemacht habe, ja, war es für mich selber dann ja nach dem Monat auch scheiße. Was heißt scheiße? Du bist nach Hause gekommen und hast das mal eine Weile nicht gemalt, oder? Ja, ich bin nach Hause gekommen und habe erstmal selber nicht verstanden, warum es jetzt nicht mehr geil ist. Aber ich habe auf jeden Fall am letzten Tag für mich festgestellt, so, jetzt ist hier irgendwas passiert. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so geil, wie es vorher war. Also hast du Pause eingelegt? Ja. Eine lange? Oh, ich glaube, so lange war die Pause nicht, weil als ich dann in Berlin war, klingelten schon wieder die Telefone und ey, komm, wir müssen hierhin, wir müssen dahin, wir müssen nach Russland, wir müssen nach Jugoslawien, wir müssen nach Polen, wir müssen sonst irgendwo hin. Und ja. Gibt's eigentlich irgendeinen Schlüsselmoment für dich in der Story? Hier gibt es ja trotzdem eine Story, hier gibt einen Cliffhanger von einer Story zur nächsten teilweise und so weiter. Gibt es da irgendeinen Moment, wo du sagst, das ist mein Highlight in dem Buch und das macht das Buch am Ende auch aus? Oh, mein Highlight in dem Buch ist auf jeden Fall, ja, dass wenn du eine Sache halt zu doll machst, dass du dich dann selber damit aufrauchst und ja, dass du es halt auf jeden Fall erstmal machen musst. Also man muss auf jeden Fall eine Sache erstmal so krass übertreiben, dass es scheiße wird, dass man dann für sich im Kopf und in seinem Herzen gerafft hat, dass man es halt nicht nochmal wieder übertreibt. Weil das ist genauso wie mit der heißen Herdplatte, wo man als Kind, glaube ich, einmal drauf fassen muss. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Stand da jemand die ganze Zeit mit der Peitsche dahinter und hat gesagt, los, wir müssen das Ziel erreichen? Ja, erstmal waren es halt irgendwie diese unheimlich vielen Dosen, die wir da in dieser Wohnung hatten, wo wir halt auch alle wussten, so scheiße, irgendwie, wenn wir das Ziel nicht erreichen, dann können wir die Dosen ja gar nicht mehr mit nach Hause nehmen, weil die passen ja nicht ins Auto. Also irgendwie die Dosen, die waren ja da und die mussten ja irgendwie weg. Also blieb uns ja gar nichts anderes übrig, als jeden Abend schnappt sich jeder von uns einen riesengroßen blauen Ikea-Beutel und ja, los geht's. Ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen können, aber es war ja mal angedacht, dass das Buch eher herauskommt. Warum kommt es jetzt doch so spät? Weil ich wahrscheinlich erstmal die geistige Reife in meinem Kopf erreichen musste, um dann da wirklich komplett ehrlich und 100%ig authentisch und emotional so drüber schreiben zu können. Also den Abstand einfach. Ja. Wie gesagt, ich glaube, dieser Lernprozess im Kopf, dass halt eine Sache, wenn man sie halt hart übertreibt, scheiße wird, irgendwie, das muss ja erstmal im Kopf so weit verarbeitet werden und da muss man ja erstmal voller Überzeugung hinterstehen, um dann auch bereit zu sein,
darüber in aller Konsequenz zu schreiben. Was glaubst du, Sascha, wer sich so ein Buch kauft? Ich denke, durch die Auswahl der vertretenen Leute vor Ort auf jeden Fall der klassische Graffiti-Writer, der sich auch halt Bücher kauft anstatt nur Dosen, der ist interessiert dadurch. Es sind, auch wenn es ja jetzt 10 Jahre alte Pieces sind, größtenteils exklusive Sachen und die altern ja auch nicht wirklich. Also ich gucke auch heute noch gerne ins Topsprayer-Buch rein und finde die Sachen immer noch gut. Ich denke auch, dass man ein breiteres Publikum anspricht, weil du halt, wie du sagst, mehr Text an die Hand gibst und die Person mehr im Fokus steht. Also er schreibt jetzt ja nicht, ich habe da und da das und das Fill-In gemacht. Es gibt zwar Aktionen, wo gesagt wird, ich wollte da und da 4-mal das gleiche Piece in einer Nacht malen, habe ich auch durchgezogen, sowas gibt's auch. Mhm. Aber es geht schon mehr um die Person, um den Reifeprozess oder das, was ich auch im Intro geschrieben habe, das Erwachsenwerden, auch auf künstlerischer, auf künstlerischer Ebene. Hm. Wer hat denn eigentlich die ganzen Fotos gemacht? Die, ich sag mal, gerade, ne, Spotten, großes Thema, haben wir schon gesagt. Zeitintensiv. Haben wir euch Spotter geholfen vor Ort? Nee, das haben wir wirklich alles 100% in Eigenregie gemacht. Also, das heißt, die Spotting-Fotos sind von... Die sind alle von uns. Alle von euch. Das haben wir alle selber gemacht. Wir haben uns wirklich jeden Tag zusammengesetzt, alle SD-Karten und alle Festplatten einmal an den Laptop angeschlossen und alles in einen riesengroßen Sammelordner. Und dann nach 30 Tagen war da halt die Mega-Datenkrake am Start. Und das hat dann ja auch erstmal ewig gedauert, um das Ganze auszuwerten. Nochmal ganz kurz auf meine Frage zurück von vorhin. Glaubst du denn, vielleicht nochmal ein bisschen expliziter gefragt, glaubst du denn, dass man so ein Projekt in, ich sage jetzt einfach mal Stockholm, Kopenhagen oder Warschau genauso hätte machen können? In Warschau wahrscheinlich nicht, aber in Stockholm und Kopenhagen kannst du es auf jeden Fall genauso machen. Cool. Also ihr da draußen dürft ja gespannt sein. Gib mir bitte noch mal kurz ein paar Zahlen. Wie viele Fotos sind in dem Buch? Oh Gott, gute Frage. Nächste Frage. Viel. Sehr, sehr viele. Wir haben sie auch nicht gezählt. 500, 600? 600 Fotos. Ja doch, 600 Fotos werden es schon sein, denke ich mal. 600 Fotos und ohne Ende Text. Ey, der Text, der war am Ende auch echt die härteste Nummer, das Ganze fertig zu kriegen, zu übersetzen, hier wieder umzuschieben, da wieder umzuschieben, die ganzen Überschriften, also... In der Zeit hätte ich, glaube ich, 3 Fotobücher zusammengebaut. Denkt man als Außenstehender immer gar nicht. Erscheint am, Sascha? Am 1. November. Bei Hitzerot als auch bei allaboutdraw.com parallel. Also das heißt, im Graffiti-Store erstmal nicht, erstmal nur online? Das ist so ein bisschen der Klassiker, dass wir natürlich als kleiner Independent-Verlag erstmal Kosten decken müssen. Und das heißt, erstmals wird es exklusiv geben, aber es ist schon angedacht, damit auch in den Großhandel, auch in die Shops zu gehen, dass es die gute Story auch möglichst viel Publikum erreicht, aber noch nicht sofort, genau. Also wir zeigen dann auch noch einen Preview zum Buch. Das ist ein dickes Buch, ne? Was kostet es? 40 Euro, 244 Seiten, schönes Hardcover. Cool, ich danke euch vielmals für das Gespräch. Wie geht's bei Hitzerot weiter? Wir haben sowohl Sachen, die wir selbst herausbringen, als auch Sachen im Vertrieb, die demnächst kommen. Es kommt aus Dortmund ein schönes Buch, was sich mit den Tags dort aus den 80er, 90er Jahren auseinandersetzt. All Surface heißt es. Das kommt über euch, ja? Nee, es kommt nicht über uns, aber da sind wir schon sehr seit Jahren eigentlich mit am Hin- und Herschreiben, dass wir das pushen und gut finden und supporten. Das werden wir im November mit ins Sortiment nehmen. Es ist ein neuer Edelstein angedacht, neues Edelstein-Magazin, was kommt. Das ist wahrscheinlich dann erst im nächsten Jahr. Ist quasi die andere Hälfte von Hitzerot, ne? Das ist die andere Hälfte von Hitzerot, genau. Emmet Edelstein und seine Fotopublikationen sind ja auch ein großer Bestandteil unseres Sortiments und da gibt es auch in Zukunft viel mehr Futter. Wird nicht langweilig. Aurel, dich sieht man in Hamburg bei der Ausstellungseröffnung. Mich sieht man auf jeden Fall in Hamburg in der Golden Hands Gallery am 1. November. Cool. Dann vielen Dank euch. Ich habe noch eine Tradition im Podcast, ob ihr mir noch jemanden vorschlagen wollt.
Gern. Ich habe drei mögliche Kandidaten überlegt. Der eine ist Emmet Edelstein, die zweite Hitzerot-Hälfte. Vielleicht interessant, weil wir recht konträre Typen eigentlich sind, mit einem konträren Graffiti-Verständnis und Anspruch irgendwie auch, die sich dann immer gut ergänzen und zusammenführen. Mhm. Er wäre vielleicht ein interessanter Gesprächspartner. Dann vielleicht Tobias vom Dokumentverlag aus Stockholm, mhm. der sehr gut Deutsch spricht. Das wäre eine Option. Weil der quasi eine ähnliche Geschichte hat, wie wir auch aus dem Magazin-Business kommt und das ja um einige Nummer noch mal größer mit dem Dokumentverlag auf die Beine gestellt hat, wäre auf jeden Fall ein relevanter Player. Und dem Magazin, ne? Underground Productions? Genau. Und der dritte Kandidat wäre René vom I Love Graffiti Podcast, weil du, denke ich mal, auch ein wichtiger Player bist und bisher hier und da hört man mal, was so deine Vergangenheit ist oder worauf du so abfährst, aber so du standst noch nie so im Fokus und ich fände es cool, dich auch mal näher kennenzulernen und was du so machst, weil das fände ich interessant. Okay, gut. Aufgeschrieben, notiert. Ja, das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen, irgendwie, weil ich ja vorhin noch gefragt habe, ob ich das Ganze für mich und für einen kleinen YouTube auch aufzeichnen kann und du gesagt hast so, nee, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Und da dachte ich so, ey, wieso hat der eigentlich keinen Bock drauf? Ey, wenn wer nicht René, ey, der hat doch ohne Ende zu erzählen. Ja, ich glaube, Sascha, wir hatten das Thema ja vorhin, du bist ja auch jemand, der sich gerne im Hintergrund hält, ne? Mhm. Das macht man ja auch nicht ohne Grund. Aber du bist ja eine interessante Person und du bist, denke ich mal, bei den Playern, die du bisher im Podcast so gezeigt hast, gehörst du auf jeden Fall auch mit dazu, auch mit deinem Content und die Anonymität ist natürlich was man aus dem Graffiti mitnimmt, aber vielleicht kann man das so ein bisschen aufsprengen. Naja, schauen wir mal. Ihr besorgt den Interviewer oder die Interviewerin, wer auch immer das ist. Wir fragen im Publikum nach interessanten Fragen für dich. Wer hat Bock auf eine Stunde Real Talk mit René? Ja, cool. Vielen Dank. Viva Roma. Ab 1.11. Cargo Cool 2 ist gerade erschienen. Genau. Gibt's alles auf hitzerot.com. Richtig. Im Online-Shop und habt ihr da auch einen Blog? Auch nee, das nicht, aber nee, vielleicht sind wir im nächsten Jahr soweit, einen kleinen stationären Ort zu haben, wo man rumkommen und blättern kann, aber das ist noch Zukunftsmusik. Hm. Ansonsten Instagram, ne? Seid ihr doch recht aktiv? Genau, hitzerot_. Mhm. Und gibt's uns. All About Row ist dann, wenn es um das Buch geht, wird auch die ein oder andere Information auftauchen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Alles Gute für Hitzerot und speziell auch für das Buch. Ich wünsche dem Buch viel Erfolg. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.